Hallo Louis! Hallo Joko! Hallo liebe Freunde! Oh, ist da jemand? Oh, jetzt zieh dir das an, Louis! Wo mag seine Mutter wohl sein? Da oben! Ach, hallo Frau Vogel! Kein Grund zur Sorge. Wir haben gerade Ihr Ei gefunden. Welches Ei? Gnädige Frau, es ist Ihres. Kommen Sie bitte. Bedauere, aber das Ei gehört mir nicht. Es ist kein Vogelei. Aber wenn's kein Vogelei ist, was für ein Ei ist es dann? Das Ei gehört jemandem, der sein Nest auf der Erde baut, wie du siehst. Tut mir leid, Kleine. Jemand, der sein Nest auf der Erde baut. Mir kommt da gerade eine Idee. Pass gut drauf auf, Joko. Bis gleich. Ja, schon gut. Ich setz mich ein bisschen auf das Ei. So, mal sehen. Oh, hoppla. Blödes Ei. Ja, du. Gar nicht so einfach, auf ein Ei aufzupassen. Seht ihr das auch so, Freunde? Was für ein Ei ist das? Ein Hühnerei oder ein Osterei. So, da wären wir. Beeil dich, Louis, es bewegt sich schon. Verstehe, ich male schnell seine Mutter. Ich fange mit ihrem Rücken an. Was soll denn das werden? Das sieht aber nicht wie ein Huhn aus. Soll ja auch keins sein. Es gibt noch andere Tiere, die Eier legen. Wie, Krokodile. Du glaubst, das ist ein Krokodileier? Oh nein! Fürchte dich nicht. Ich male bestimmt ein ganz, ganz nettes Krokodil. Ein nettes Krokodil? Pass auf. Ich male den Anfang von einem Herzen als den oberen Teil des Kopfes. Dann, ziehe ich den Strich weiter, um seine Schnauze zu malen. Nicht zu viele Zähne, bitte. Ist gut, Joko. Jetzt fehlen nur noch der Schwanz, der Bauch und die Füße. Krokodile haben lange Schwänze. So, jetzt ein Fuß, wie ein kleiner Stiefel. Hier der Bauch. Und noch ein Fuß. Hör auf, Louis. Ich fürchte mich immer mehr. Joko, wir können das Ei doch unmöglich ohne seine Mutter zurücklassen. Hier, male sie und du hast weniger Angst vor ihr. Glaubst du? Mhm. Und was soll ich dann malen? Ihre Augen und die Schnauze. Louis, die Schnauze muss nicht besonders groß sein, hm? Von wegen. Wenn die ihren Rachen aufreißen. Na also, geht doch. Und nun, liebe Freunde, sollten wir es ausmalen. Ha, tada! Mama. Oh, mein Herzchen, mein Kleines, komm zu mir. Mama! Oh. Vielen Dank, ihr Lieben, für alles, was ihr für mein Kleines getan habt. Es war uns ein Vergnügen. Nicht wahr, Joko? Oh, ja. Ja, ja, schon, obwohl ich meine Schwierigkeiten hatte, auf das Ei raufzukommen. Weißt du, das ist anders bei uns Krokodilen. Wir brüten unsere Eier nicht aus. Wir scharren im Sand ein flaches Nest, wo sie sicher sind, und den Rest erledigt die Sonne. So geht das. Das erklärt manches. Dankeschön. Findet ihr nicht auch, dass ich die allerschönste Mami von der Welt habe, ja? Du hättest vielleicht auch gerne den schönsten Vater. Oh, ja! Um ein Krokodil zu malen, fange ich mit dem Rücken an. Zickel, zackel, zickel, zackel. Dann sowas wie ein halbes Herz für den oberen Teil des Kopfes. Den Strich zieht ihr weiter als Schnauze, bis dahin, wo oben der Rücken anfängt. Dann malt ihr den Schwanz
zwei Füße, den Bauch und gleich noch zwei Füße. Und ihr mal zwei wunderschöne große Augen und die Schnauze, die wir schon kennen. Jetzt bleibt also nur noch das Ausmalen. Papa! Hallihallo! Ah, mein Liebster. Wir möchten uns ganz besonders herzlich bedanken. Das nächste Krokodil malt ihr euch ganz allein. Es macht doch Spaß. Und ihr müsst auch gar keine Angst haben. Auf Wiedersehen! Ja, Wiedersehen, Louis! Bis bald, Joko! Entschuldigung, Joko. Hallo Freunde. Hallo, Louis. Hallo, Joko. Könnt ihr mir nicht helfen? Ich habe den Schal verbummelt, den meine Mama mir gestrickt hat. Wenn ich den nicht finde, na gute Nacht. Kein Problem, Louis. Verlass dich mal ganz auf, Detektiv Joko. Ich werde die Bäume absuchen. Und ihr, Freunde, könnt euch gründlich im Garten umsehen. Alles klar? Okay. Schal verschwindet doch nicht. Und ihr Kinder? Habt ihr mehr Glück gehabt als ich? Nein, auch nicht! Warte, Joko. Mir ist eben eingefallen, wer uns bestimmt helfen kann. Ich komm wieder her. Ich beeil mich. Aber Louis, wer könnte dir schon helfen? Ich meine, außer mir. Du musst es erraten. Du bist ja der Detektiv, oder? Ja, ihr habt recht. Das stimmt. Also, ich mal jetzt was. Und zwar ein... Untersteh dich, Detektiv Joko wird den Fall alleine lösen. Ein paar Tipps wären ganz hilfreich. Also gut, der erste Tipp. Es ist ein Tier. Ein Tier? Verstehe. Und weiter? Ich werde als erstes seinen Kopf malen. Es hat meist leicht geknickte Ohren, die so aussehen. Ja, gut, ein Tier mit zwei Ohren auf dem Kopf. Aber sicher. Sprich weiter. Ich will mal nicht so sein. Einen kleinen Strich für den oberen Kopf dran und einen Halbkreis für seine Schnauze. Eine Schnauze, sagst du? Ist ja sehr interessant. Ich komm gleich drauf. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis, ja? Gut, meinetwegen. Es kann gut riechen. Zwei Ohren und ausgeprägter Geruchssinn? Welch ungewöhnliches Tier. Habt ihr's schon erraten? Na klar, Joko. Es ist ein Hund. Hab ich's doch gewusst. Bravo, Freunde. Jetzt male ich eine sanft geschwungene Linie für den Rücken und den Anschluss unten für den Schwanz. Und was fehlt Ihnen denn jetzt noch, hä? Die Pfoten. Hab ich's doch gewusst. Ja, wie immer, Joko. So, jetzt kommen die Beine dran. Und an die Pfoten kommen ein paar Krallen. Jetzt fehlen nur noch die Augen, die dicke Nase.
Nase und die Schnauze. Ein süßer Kerl. Hm? Jetzt müssen wir ihn nur noch ausmalen. Hab ich's doch gewusst. Hallo, meine Freunde. Hallo, Fluffy. Ich habe meinen Schal verloren. Wärst du so lieb, ihn zu suchen, ja? Ja, selbstverständlich. Dafür muss ich nur mal schnell an dir schnuppern. Ach, und wozu das? Du musst wissen, dass wir Hunde einen sehr ausgeprägten Geruchssinn haben. Ich finde alles wieder, was du angefasst hast, Louis. Weil du deinen Körpergeruch darauf hinterlassen hast. Verstehst du? Irgendwo da vorn! Das hier müsste dir gehören. Oh, meine Fäustlinge. Vielen Dank. Hinterm Steinhaufen. Klasse. Jetzt noch der Schal. Hm, ist doch wunderschön. Du findest was, was du schon vergessen hattest, oder? Ich hab ihn endlich gefunden. Oh, ja, wirklich. Das ist er. Du bist ein lieber Hund. Siehst du, Louis? Der Hund und ich, wir sind ein prima Detektiventeam, was wir alles so finden. Wer einen Hund malen will, fängt am besten mit dem Kopf an und den zwei Ohren. Dann malt er einen Halbkreis für seine Schnauze, eine etwas buckelige Linie für den Rücken und dann wieder hoch zum Schwanz. Und dann kommen die Pfoten dran. Und an jeder einzelnen Pfote da, ja, da sind Krallen. Wenn wir das haben, kommen die Augen dran, die Nase und die Schnauze. Da haben wir es. Jetzt können wir ihn in den unterschiedlichsten Farben ausmalen. Ohoho, ich bin schön braun und weiß gefleckt. Wo läuft er denn hin? Ist ja ein Ding. Hier ist deine Tasche, Louis. Die hast du liegen gelassen. Oh, braves Hündchen. So verschusselt wie unser Louis ist, werden wir drei uns wohl zusammentun müssen, damit wir alles finden, was er verbummelt hat. Da magst du recht haben, Joko. Also bis bald, Freunde. Bis bald, Louis. Bis bald, Joko. Losgehen. Tja, das Dumme ist, ich frag mich, wie sage ich's ihm? Es ist nämlich so, ich habe Angst vor dem Wasser. Ich bin schon drin, Joko. Joko, wo bist du? Entschuldige, Joko, ich hab's nicht genau verstanden. Was hast du eben gesagt? Was ist los? Bist du etwas sauer? Könnt ihr mir verraten, was Joko gesagt hat, ja? Dass sie Angst vor dem Wasser hat. Oh, das tut mir ja leid. Warte hier, ich weiß schon, wie ich mich entschuldigen kann.
meint es ja nett. Ich war vielleicht ein wenig grob zu ihm. Ein wenig? Ich werde ihn so schnell wie möglich für dich malen. Mit ihm musst du keine Angst haben. Mit wem denn? Wirst du gleich sehen. Ich fange ausnahmsweise mit seinem Schwanz an. Der ist so herzförmig. Hier geht's dann weiter mit seinem Rücken und einer Flosse. Nein, ohne mich. Ich kenne ein Tier mit einer Rückenflosse. Vor dem fürchten sich alle. Und das hat ganz viele Zähne. Auf keinen Fall gehe ich mit dem schwimmen. Wisst ihr, welches Tier ich meine, ja? Ja, einen Hai. Kann ich verstehen, aber ich male hier gar keinen Hai. Die Rückenflosse von einem Hai ist ganz spitz, aber die hier ist rundlich. Seht ihr den Sonnenschirm? Der ist oben spitz. Und die ist eher rund. Ihr seht doch den Unterschied. Ja! Ich auch. Ich sehe es auch, Louis. Na, wunderbar. Dann kann ich ja weitermalen. Hier geht's weiter. Immer schön rund. Es ist nämlich der Kopf von meinem Delfin. Delfin! Oh, ich liebe Delfine, Louis. Ja, ich weiß. Ich ziehe meinen Strich weiter und male eine Schwimmflosse. Dann das Stück weiter von seinem Bauch bis zum Schwanz. Komisch. Irgendwie sieht das so aus, als ob was fehlen würde. Die Nase. Ein kleines Dreieck mit einem Strich drunter und fertig. Nicht dran zu tippen. Gefällt er dir? Oh, ja. Er ist richtig süß. Darf ich ihn ausmalen, Louis? Na klar, Joko. Schön ausgemalt, oder etwa nicht? Na, vielen Dank. Jetzt bin ich pitschenass. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Delfin. Ihr seid doch sicher gekommen, um mit mir zu spielen. Ja, was soll denn das schon wieder? Weißt du, das darfst du meiner Freundin nicht übel nehmen. Die hat Angst vor dem Wasser. Nein, wie merkwürdig. Wie kann man denn davor Angst haben? Ich lebe ja darin. Kannst du mithelfen, dass sie keine Angst mehr davor hat? Aber natürlich. Wir Delfine sind dafür bekannt, dass wir gern helfen. Flieg auf meinen Rücken. Da kann dir gar nichts passieren. Wirklich nicht? Na gut, versuchen wir es. Ich muss mich aber darauf vorbereiten können. Na, wie sehe ich aus? Na, super. Hab keine Angst. Bei mir bist du sicher. Vertrau mir. Da seid ihr platt, was? Guckt mal diesen Surfer. Yippie. Gut gemacht, Joko. Komm, schwimm mit uns, Louis. Es ist fantastisch. Geht das? So eine Frage. Haltet euch beide an der Flosse fest. Dann drehen wir mal eine Runde. Soll ich euch was sagen, Freunde? Ich liebe es, mich auf dem Wasser zu tummeln. Nun mal nicht so lahm, Delfin. Ruhig ein bisschen schneller. Um ein Delfin zu malen, fangt ihr mit dem Schwanz an, der ein bisschen herzförmig ist. Dann zieht ihr den Strich weiter, um den Rücken zu malen und die abgerundete Rückenflosse. So. Dann malt ihr einen runden Kopf und die Schwimmflosse, die wie ein Dreieck ist. Dann weiter mit dem Strich bis zum Schwanz, um den Bauch zu malen. Natürlich nicht die Nase vergessen. Oder gar die Augen. So, da habt ihr's. Und ausgemalt ist er auch im Handumdrehen. Hallo, Freunde. Hallo. Hallo. Na, wer will mit dir eine Runde drehen? Na, ich. Dann mal los. Tschüss, bis bald. Macht's gut, ihr Delfine. Und nochmal Dankeschön. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und viel Spaß beim Schwimmen. Oh ja, danke. Und bis bald, Louis. Bis bald, Joko. Louis.